Jo. Sagen wir wieder. Gut, heute auseinandernehmen, Kupfer und so. So ein altes. Weiß ich nicht, was das war. Was war das? War das nicht von Kühlschrank? Ich glaube, so Kompressor, ja. Ja, ich glaube, so ein Kompressor vom Kühlschrank oder so. Genau, den. Das nehmen wir auseinander, beziehungsweise das kann eigentlich so. Ja. Aber da ist, glaube ich, nichts mehr drin, ne? Mhm. Dann mach ich mal die Kugellager noch. Ja, und ja, aber ist auch ein Metall, ne? Ja. Und die genauso, ne? Genau. Ja. Das kann man alles so weg. Richtig. Dann. Ja, wie gesagt, hier Kupfer runter. Das ist das. Hier haben wir dann nochmal ein bisschen Metall. Hier haben wir noch ein bisschen Alu. Überall so ein bisschen was. Ja, Metall. Glas. Ja, Glas. Ja, das auf jeden Fall. So. Dann werde ich hier nämlich umschlichteln. Weil ich mir nehme jetzt hier so einen dämlichen weißen fucking Arschlochschrank von der Nachbarin ausgezogen ist, hier rübergestellt habe, um hier ein bisschen mehr Platz zu bekommen. Deswegen werde ich da unten die Weihnachtssachen reinschmeißen, wenn es reingeht. Ja, und das, was hier drin ist, dort in die Kiste rein, mhm. Weil die ist dann doch so ein bisschen, ja. Sieht dann doch ein bisschen geordnet aus. Weil die Gabelkiste, die, wenn die voll ist, geht sie ja eh weg. Richtig. Und somit, dass man das da irgendwie macht, so. So langsam, aber sicher ein bisschen. Ja. Luft, ne? Genau, dass man da so ein bisschen schaut halt, ne? Aha. Natürlich. Ja. Natürlich. Irgendwie so. Ja, und wenn der Mike ein Bier will, muss er sich das von oben holen. Weil ich hab's jetzt nicht mehr runtergenommen. Ja, das passt schon. Weil ich muss ja dann, wenn man das macht, dann muss ich zum Trafikal machen. Von dem her. Hm, ja. Ja, dann hol ich erstmal. Ja. Aber legst du von uns mal eins nach? Ja. Natürlich. Jo, das ist das. Wo ich anfange, ich würde sagen, dort bei der Kiste. Das ist das, was wir eigentlich immer wieder brauchen. Da fällt mal so viel durch und weg und ab und das geht so nicht. Ist dann halt immer ein wenig mühsam. Und da schmeißen wir dann rein. Zumindest das, was wir meistens brauchen. Wie? Schläuche. Noch mehr Schläuche. Und noch mehr Schläuche. Und weil es so schön ist, nochmal Schläuche. Ja. Okay, Schläuche sind auf jeden Fall genug. Da. Schläuche haben wir genug. Das war aber immer so mühsam halt, ne? Ja. Das ist richtig. Den noch ein bisschen kleiner kriegt, ja. Einmal rumwickeln. Einmal runter. Geht sich aus. Jetzt der Scheiß, der kann dann auch weg.
alles weg da. Erst bleibt doch stehen. So, hier habe ich das für den Heißluftföhn, die Dinger. Schlau. Noch mehr Schlau. Ja, das ist ja das, was wir immer brauchen. Ja, ja. Das ist dann von der Höhe her auch reinkriegen. Ne? Ah, ja. Das ist das eine. So, was habe ich denn hier drin? Ah, die Taschenlampen. Taschenschlampen. Die V-Taschenschlampen. Einmal so. Klebesticks. Noch eine Pumpe. Ja. Noch eine Pumpe. Noch eine Pumpe. Noch eine Pumpe. Und ein Adapter. Ah, das ist der für. Einfach hier für. Die Waage, ja. Für die Waage, glaube ich, zum Aufladen, oder? Ich glaube, ja. Der darf nicht weg. Der darf ich nicht schlafen. Nein, nein, das soll ich nicht. Weg. Brauchen wir nicht. Ach, Regler. Ja, na, so ein Klemmen, Scheiße, ja, so Verteiler oder so. Schlauchanschlüsse. Noch ungewiss. Noch ungewiss. Prozessor. Prozessorkühler. So ein 2011er Sockel-Dingsbumster. Was ist das hier? Das ist von Handyhalterung. Nee, für die Kameras. Kameras, ja. Für die kleinen, ja. Nochmal Taschenlampe. Selbstbauskalpell. Mhm. Ah, Wahnsinn ist das. Nochmal Schlauch. Ein Stückchen davon. So, was haben wir denn hier? So, Kabel, Dingsbumshalterung und irgendwelche Noppen. Schlösser. Ja, von ihm doch. Ein Zugeisen. Pumpe. Nochmal Pumpe mit Schlauch. Und nochmal Pumpe. Aber ich sehe da ganz schwarz. Mit der Höhe. Ich auch, wirklich. Der jetzt mit der Hoffnung nehmen oder sowas, aber. Okay. Weg mit dem Scheiß. Oh, aber das ist schön. Negierungslehre. Hat auch nicht viel mehr gebracht, aber. Mhm. So, dann haben wir hier so ein Stromding da. Für den Pumpen. Wo ist da das Kabel hin? Das weiß ich nicht. Ja, die habe ich auch mal anders, oder? Das weiß ich ja nicht. Krava, Netzteile. Wie viel wird das denn? 42. Nee, komm runter. 12. Mhm. Ja. Ha, wird schon für irgendwas sein, aber könnte gut sein, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Keine Ahnung. Aber irgendwo müsste dann das Kabel und so sein. Ja. Wird man schon finden. Irgendwo. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das da reinkriegen. Okay. Nee. Ganz knapp.
mit Kabel runterdrücken. Schläuche mal nicht. Das muss besser sein, ne? Ja. Warum muss denn das aber unterschiedlich hoch sein? Ja, das weiß ich auch nicht. Tschüss. Machen wir das halt so. Sicher. Das sieht nämlich schon ganz anders aus. Ja. Bleibt schon Glas. Ja, kann ich mal froh sein, dass mir das Glas runtergefallen ist. Ja, schon. Dann nehmen wir einen Scherben auf meine Hand, also. Das können wir auch brauchen. Mhm. Scheiße. So, das ist das, das ist das, das kommt dann zu den Computerscheiß. Das kommt, ja, keine Ahnung. Ja, irgendwo hin. Das genauso. Okay, viel Blödsinn, viel zu viel Blödsinn. So, was ich so im Laufe der Zeit alles ansammelt, ja, das ist schon mal Wahnsinn. Ja. Brauchen wir die Scheiße? Katzenbehälter. Riechen gut, aber brauchen wir die Scheiße? Gut riechen tut, aber weiß ich nicht. Metall. Aschenbecher. Aschenbecher, jawohl. Das kann ich dir nicht sagen. Ich werde die nochmal aufbewahren, wenn wir nochmal selber Kerzen machen. Richtig. Ist eine gute Idee. Weil dann ist das dann nämlich. Weil dann sehen die optisch wenigstens auch ein bisschen schön aus. Mhm. Weil es einfach nur so ein normales Teil ist. Genau. Und die wärmen halt auch nochmal ein bisschen mehr durch das Metall. Richtig. Oder haust Teelichter rein. Oder ich hau Teelichter rein. Gut, das heißt. Weg. Weg, weg. Aus den Augen, aus dem. Ja, gut. Das heißt, ich muss hier mal Platz machen. Der High Banker wird auch geschlachtet. Der wird wieder auseinandergenommen. Nicht, weil er nicht funktioniert, sondern weil er funktioniert, nehmen wir ihn auseinander. Ja. Nein, er funktioniert eh, aber nie verwendet, gebaut, nie verwendet. Steht nur rum, nimmt Platz weg, verstaubt. Und wenn ich sage, er ist verstaubt, dann meine ich es wirklich, weil. Wie ihr hört, und hier. Das ist wirklich schon. Wirklich jede Menge Dreck und Staub und was auch immer. Somit werden wir den auseinandernehmen. Aber erstmal Step by Step hier ein bisschen Platz machen, damit wir den auch auseinandernehmen können. Erstmal den Scheiß da weg. Right. Ja, und ich dachte mir, dieses eine kleine Scheißding hier können wir nehmen für die Abklopfen. Ja, ja, gut, okay. Ja, was wir mieten. Ja, gut, okay, ja. Oder halt das andere hier, ne? Noch eine andere. Ne, das ist jeder. Ja, aber das soll das reicht. Ja, aber hier sicher machen von unten irgendwie oder von oben. Genau, richtig. Einfach abdichten schön. Genau, denke ich mir halt, ne? Richtig. Weil dann können wir nämlich, das eine brauchen wir noch draußen für zum Auflegen, ja, zum Schmelzen. Aber das andere dünnere, das können wir auch mit wegballern. Das ist auch noch irgendwo dahinter. Und somit. Ja. So. Irgendwo habe ich da gerade vorhin. Irgendwas gesehen. Aber nicht. Habe ich nicht gesehen. Da ist nichts. Ha. Gut. Schauen wir mal, ob wir. Das ist das größte. Das da, ne? Mhm. Ob wir das da reinkriegen. Wenn nicht, nehmen wir das kleine. Richtig. Irgendwas wird schon gehen. Aber ja. Das Quietschen ist immer so geil. Ja. Ja.
Ja, ich glaube, wenn du das, na, das Flügelfach rausnimmst. Ja, aber das ist irgendwie blöd. Kannst du versuchen, eins höher zu setzen? Setzen kann, habe ich nämlich Platz. Das seht ihr natürlich nicht, ne? Weil ich natürlich wieder nicht dran gedacht habe, euch mitzunehmen. So. Ich bin da jetzt mal unten drin. Jo. Genau null gebracht, ne? Jo. Gott. Dann bleibt es erstmal. Und schon durch. Dann nehme ich den anderen. Quietsch. Ich mach den jetzt mal auf den Scheiß hier. Okay. Ich bin ja schon voll am Sack. Am liebsten mir wirklich alles wegschmeißen. Ich will das ja neu kaufen. Aber nö. Warte. Den stellen wir mal weg. Du könntest ja noch gebrauchen. Keine Ahnung, was da drin ist. Da irgendwas wird schon sein. Wenn so große kriege ich die Tür nicht zu. Oder? Zack, Holzdecke, die Ecke schnell ein bisschen abschneiden, geht schon. Damit halt auch hält. Was ich heiße. So. Was haben wir da noch? Noch mehr Blödsinn. Oh ja, Weihnachtskugel. Und davon haben wir ein paar mehr. Scheiße, Mann. Was haben wir mit dem Mist? Viele, viele Kugeln. Nochmal rote, die muss ich nochmal zumachen. Na, warte mal, nochmal was besser hier. Okay. Das gute Crepe.
Geschichte ist. So ist. Richtig. Weg ist. Weihnachtsbums. Ja, einfach nicht scheiße. So, da haben wir nämlich noch eine Schublade. Da könnten wir. Andere Scheiß reichen. Papier rausnehmen und anderen Mist reinnehmen. Die Matten, die kommen da unten wieder rein. Wohin mit dem ganzen Scheiß? Damit es so ein bisschen aufgeräumter ist, ne? Ja, richtig. Mal schauen, ich würde was anderes machen. Dieses ganze Kleinwerkzeug klumpert. Ja, die ganzen Schleifsachen. Schleifscheiben, Trennscheiben, Schleifband. Das werde ich da einfach reinschmeißen. Ja, genau, die oberen. Na, die unteren können bleiben. Ja, die hängen ja unten bis ja. Solche Sachen nämlich, ne? Fettverschein. Dann finden die wir eh nicht halt, was wir brauchen. Dein Dingbumster. Ja? Dein Gewindeset. Gewindeschneider. Gewindeschneider-Dings. Alles Sachen, die wir halt nicht so oft brauchen. Steinbohrer brauchen wir auch nicht so oft. Nö. Mit Stein haben wir nicht so viel zu tun. Hier das Bohrerset hier. Neu gekauft. Ganz neu. Ganz neu. Ist für Holz. Ist egal, aber da sind, weiß nicht, insgesamt 20, ne Blödsinn, ich glaube 50 verschiedene Bohrer. Also nicht 50 verschiedene, sondern 50 Bohrer. Und das in 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 verschiedene Größen. Von 1 mm bis hin zu 10 mm. Das geht. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das mitgenommen. Da war ich mit dem Sumsi unterwegs. Habe ich ihn irgendwann irgendwo gesehen und habe es irgendwann mitgenommen. Aber ich weiß jetzt nicht wo. Ja, haben ist besser als brauchen. Ja. Genau. So, Skalpell ebenso. Auch hier rein. Blindnieten, sogenannte Popnieten, Mini-Ratsche. Da brauchen wir öfters.
Heißklebe, Scheißdreck. So, da kann ich aber hier drücken. Du kannst die Stäbchen gleich mit. Genau, die Stäbchen auch wieder mit da reinschmeißen. Jawohl. So, sieht doch platzmäßig schon mal wieder ganz anders aus. Mhm. Ein little bit zumindest. Metalldetektor. Was kann da noch rein? Deine fast runterfallenden Kabelbinder vielleicht? Achso, die. Ne, die brauchen wir ja regelmäßig, genauso wie die hier. Ladestange, kleine Pumpe, die kleine Pumpe, die ist so niedlich. Schaut euch die mal an, so ganz kleinig. Mini-Pumpe. Pümplein. Und bis wir unsere Reifen damit voll haben, ist das Weihnachten. Wieder mal. 5 Jahre später. Ja, wir pumpen immer noch. Mittlerweile ganz schön der Arm wie Schwarzenegger. Okay, schon. Pumpen sind's. Ja, gut, muss erstmal reichen. Nach und nach kommt eh noch was zu. So, bleibt jetzt so. Gut. Gut. Sieht dadurch auch noch nicht besser aus, aber. Nee. Mal Anteil ist zumindest mal weg. Genau, weil wenn wir da jetzt was reinschmeißen. Jo. Ja, sag mal, wenn wir da jetzt was haben, was da reinpasst, wäre es optimal. Richtig. Was ist einmal das da? Das ist so. Das kannst du weg. Ja, macht man eigentlich Milch, nicht. Ich weiß ja gar nicht, dass das nur Plastik ist. Nein, nicht. Wir schmeißen den Kunststoff weg. Richtig. Grafikkartenabdeckung. Irgendwas wird schon anfallen, was da rein kann. Vielleicht ist eine PC-Gehäuse. Dass wir da die Ecke freikriegen. Wenn wir dann nämlich die Ecke freikriegen komplett, haben wir nämlich auch wieder müssen, ne? Ja. Aber erstmal egal, weil den kann ich erstmal auch darauf stellen. Die alten Scheißdinger können eh weg. Muss ich doch mal gucken, dass ich sie irgendwo entsorgen kann. Fachgerecht natürlich. Natürlich, fachgerecht, ja. Wie immer, fachgerecht.
Ja, ich weiß nicht, welche von denen auch zu Licht gehört oder könnte. Aber ich würde eher sagen, die. So, Butter. Die Butter. Andere Kälte, ordentlich zudecken, damit da kein Dreckschmodder reinkommt. Und damit da nichts passiert. Nein, die will ich jetzt noch nicht zusammenfalten. Weil, wenn dann nämlich die Felgen kommen, will ich die nämlich zuerst drauf. Ja, richtig. Und dann schauen, wie sie es ausgibt bei denen. So, erst einmal. Dann. Gut, haben wir das eine. Gehe ich nochmal in die Ecke raus. Den Keller auseinandernehmen, damit man weiß, wie viel Scheiße man hat. Das ist richtig, ja. So. Das da. Mülltonne auch wieder im gewohnten Platz. Das. Das wird eh auseinandergefetzt. Kupfer. Mit genau 0,00001 Gramm, aber immerhin. Kleinvieh macht auch Dreck. Ja, jawohl. So. Tief durchatmen. Tief Staub ab hier. Ja, wenn es gleich vernünftig ist, ne? Sicher. Und man den gleich Platz hat. Aber eigentlich da gleich reindrücken. Wenn mir auch so. Also halt in dem Körbchen verschwunden? Genau, im Körbchen. Ja, du kannst es seitlich einfach rauszufressen. Genau. Antistatisch. Antistatilistisch. Jo. Sehr schön. Scheiße, nicht mehr. Müssen wir sauber haben, damit wir wieder ordentlich Dreck machen können. So muss das sein. Wenn ich mal dabei bin. Ja. Mal grob hinkommen hier. Ja, genau. Ich bin aber nicht weit gekommen. Nö. Geil, oder? Oh, so richtig. So richtig geil auf Augenhöhe. Oh ja. Jetzt sind wir sind alles so richtig schön. Geil. Ich hätte aber auch das Fenster aufmachen können. Eigentlich. Ja. Aber hätte Fahrradkette, was denn ist es? Mhm.
Genau. Oder noch, warte mal, wir nehmen da so eine gängige Box. Damit es auch nicht nach hinten fällt, ne? Richtig. Wenig weiter sein dürfen. Ja, gut. So, Taste dauerhaft gedrückt. Enter. Bestätigen. Kannst du die Stau machen? Ja, hier im Klangelkugel. Oh, das ist sehr schön. Das sieht man aber eh beim letzten. Vorletzten Video, was ich gestern oder vorgestern hochgeladen habe. Okay. Da werden zwei neue Videos wieder hoch. Okay, okay. Und da habe ich hin und die Mainboards ausgelötet. Okay, ja. Und damit es aber halt nicht hin und her rutscht, weil mit dem wollte ich es nicht machen, habe ich da drauf gepackt. Ganz schlecht. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Sehr gut. Und somit. Ja, aber sowas habe ich eh noch irgendwo. Irgendwo habe ich noch so eine Matte. Ja, dahinter genau. Habe ich noch genug habe ich davon. Genug. Ja, aber trotzdem, was machen wir mit dem Scheiß? Genau das machen wir. Du kannst Ferngläser bauen. Ja, und dann setzen wir uns die auf und hin. Richtig. Aber mit Federn, damit wir sie immer hin. Ja, genau. Das wäre geil. Und dann das Ding aufsetzen und runter mit dem Rad fahren. Ja, Mann. So eine alte Brille, dann die mit Federn draufsetzen. Richtig. Und dann aber durch den Wald runter. Oh ja, nee, das machen wir. Die ist mit Sicherheit nicht. Oh ja, das wird lustig. Garantiert nicht. Schön die Knochen pressen, weil ich kaputt mache. Geil. Nichts passiert, bin auf den Kopf gelandet. Ja, 5 Jahre später. Ja, dann kommt wieder der Spruch, klug war es nicht, aber geil. Aber geil, richtig. Die am meisten stört, ist halt wie gesagt hier der Schlauch. Ja. Aber der kann dann ja auch weg. Wenn wir den großen zerlegen. Und dann brauche ich den Schlauch ja auch nicht mehr. Mhm. Eigentlich, ne? Eigentlich, ja. Dann kann das weg. Mhm. Genau wie das Ding hier. Ja. Ja, so den, wie gesagt, zum Klopfen aufzubauen. Richtig, genau. Würde ich sagen. Und dann springt das auch nicht so raus. Macht auch nicht so viel Lärm. Ja, und dann ist das schon mal wieder ein gutes Ziel. Ja, was? So blöd geschrieben. Alles gut? Gut. Was? Ich bin nur auf Ladung. Wieso? Weil wir auf dem Auto kurz dann mein Handy umgekommen. Soll ich mit deinem Handy? Ja, das klingt so rosig oder so. Ach so, ja, hat den Hoffnung gesagt, das klappert irgendwie so, ne? Oder tut halt irgendwie. Ja. Das ist scheiße, ja. Und die Bühne, das ist nicht stabil, was du dir machst? Ja. Ja, das ist klar. Wo, im Horstedt oder markiert? Bei dem Panorama-Pack, oder? Ja, und der Panorama war nicht besser als das Kauf. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich bin wieder nicht kommen. Okay. Nur bis Ausschauen, 72 Euro. Ey, für 50 gucke ich dir auch an. Für 50 gucke ich dir auch an. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht okay.
Ja, das ist frech. 72 Euro fürs Angucken von so einem scheiß fucking Handy. Das ist dreist. Das ist schon richtig für Arsch, ja, sowas. Ui. Hey, die leuchten ja noch, geil. Lass mal spielen. Was ist der hier? Juppo. Komm, ich wollte das Licht ausmachen. Du willst ja auch was davon habt. Das ist ja voll bunt. Das ist doch mein Rollerblade-Offset. Ja? Ich würde sagen, schenke ich dir einen. Ja? Dann, wo ist es hinten? Ja, zeig dir was. Was denn sagst du, mein Gott? Nein. Nein, ich krieg ein Geschenk. Ja, hätte ich auch geschenkt. Hey, ich will ja keine Kopftuchmafia. Ja, ein bisschen frisch heute, ja. Ach nee. Obwohl es wärmer als gestern. Ja. Mein Fenster auf. Der Wesen, der Fenster öffnen. Richtig. Was dreht Platz? Gut. Das scheißt alles. Ja, das war bloßes Metall. Was hinten in der Kiste nach unten durchgerutscht ist. Was in der Kiste nach unten? Ja, passt schon, passt schon. Gate. Gut, das heißt. Ich weiß nicht, wofür brauchen wir das? Zum irgendwo Kabel anstecken und hier irgendwie was, ne? Ja, auch richtig. Das ist eine Kontaktklemme halt. Ja, aber kann man das brauchen? Weiß nicht, für irgendeinen Scheiß haben wir gesagt, wir bewahren das auf, ne? Aber für was? Ich glaube eigentlich wollen die mal für die Batterien, glaube ich, ne? Batterien, ob das so ein Scheißwort, das wir mal. Ja. Okay. Na, dann behalten wir die nochmal. Na, da schaut, da haben wir es ja dann schon. Dann behalten wir sie nochmal. Gut, das, was auch immer da dran ist, ich glaube ein bisschen Metall und das war's. Gut, und das war's. Wichtig. Egal, das Wichtigste ist oben geblieben. So, ein Bit, bitte ein Bit. Bits kommen da unten rein. So, nachher, später, da habe ich nicht vergessen, die Scheiße wieder mit nach oben zu nehmen. Ja. Hier haben wir einen Keil, der gehört in Sumsee. Ja. Gut. Dann haben wir hier. Toll! Was ist das? Was ist das? Bleibt da. Aha. Ah, keine Ahnung. Ich dich hier mal kurz. Bis gleich. Jo. Ich sage Ihnen jetzt aber nicht, dass er hätte auf den Rad nehmen können. Das sage ich natürlich nicht.
Aber kurz, Sichtschärfe, keine Ahnung, ob das da geht. Keine Ahnung, ich weiß das doch nicht. So, mal gucken, ob ich da den Scheiß runterkrieg. Ja. Wenn es durchzieht und die Leute nicht glauben, ich mache Selbstgespräche. Ich glaube, das ist ein Nieroster. Ja. Im Endeffekt nichts Spektakuläres, einfach nur die Matten rausnehmen, die Aluwinkel von der Seite runter und dann war es das auch schon wieder. Oben das Ding weg, die Nieten, ich glaube die müsste ich aufbohren. Nichts Spektakuläres. Einfach nur den Scheiß auseinandernehmen. Und die sind nämlich hier überall genietet. Also 1, 2, 3, 6, hinten das, 7, 8 und das war's. Und das hier ist Nieroster und das ist Alu. Das hier oben ist Nieroster und somit. Ja, aber es steht nur rum, wird nicht genutzt und somit weg. Aufwand großartig war es auch nicht, teuer war es auch nicht, weil die Dinger, das waren aus Resten. Und somit Boden. Mal schauen, welcher Bohrer. Ich nehme den kleinen. Thank you.
jeden Fall gut geklebt. Ich muss da irgendwie reinkommen. Ja, schönes Gespräch. Ja, das wird lustig. Thank you.
schon viel Scheiß drin. Aber das Prinzip war einfach, hier einen Schlauch rein, Anschluss und dann hier das Wasser raus halt, ne? Also hier bei denen. Gute Leistung gehabt. Insgesamt 2x4500 Liter Pumpen. Die billige Pumpen haben wir angeschlossen. Viel Leistung, also 9000 Liter. War schon geil. Aber wenn das die ganze Zeit rumsteht, bringt es nichts. Und somit schade, aber weg. Ebenso mit Matten zum Rausnehmen, Gitter zum Rausnehmen. Fixieren, also nur damit ihr ungefähr euch vorstellen könnt. Das Ding stand auf Füße. Ja, hier war dann das Rohr oben drüber. Kommt das Wasser rein. Hier füllen wir nur das Material rein. Das grobe Material wird rausgewaschen. Das feine fällt hier durch das Sieb und wird dann weiter gewaschen. So und wird dann, wenn Gold drin ist, in den Matten aufgefangen. Highbanker halt, ne? Und das Ganze Marke Eigenbauer. Aber darf man offiziell ja hier in Österreich nicht verwenden, ohne Genehmigung und so. Und die Genehmigung dafür kriegen ist hier in Österreich sehr schwer. Deswegen stand das Ding so rum. Wurde nie benutzt und somit, ja, Materialkosten waren mit allem drum und dran um die 350 Euro. Jo, bringt nichts, wenn 350 Euro nur stehen, ne? Oder als Rinne für hier drin. Das wäre ja lustig.
Der Wild ist dann auch wieder da. Also jetzt gerade nur das eine Ding hier rauszukriegen. Gut, und der hat sich jetzt verbogen, was scheiße ist. Okay. Und da, ja, nicht drumherum. Ist mir scheißegal. Was weg ist, ist weg. Wäre eigentlich schade, so eine geile, weiß nicht, 25 mal 1 Meter. Also 1 Meter hat sie auf jeden Fall, aber ich glaube 25 oder so hat sie. Breite. Ne, 30 sogar. 30,5. Also schon eine fette Riesenrinne da. Ah, das ist Miroster. Miroster, ja, stimmt. Aber so lassen wir rein damit. Bei der weiß ich nicht. Aber das wäre schon geil. Eine fette Breite drin. Schon, gell? Wäre eigentlich schade drum. Ja. Aber die ist 1 Meter mal 30. Ja. Wäre schon geil. Ah, ich glaube, die lassen wir. Zur Not einfach mal hier so ein Ding dran. Schlauch durch. Durchfetzen, fertig. Richtig. Dann haben wir noch das da. Nochmal gebohrt. Hallo. So, das ist Metall. So, wie sehe ich. Brauchen wir nicht den Kack. Die Winkel, das ist Metall, die müssen noch runter. Das geht. Ich meine, die Winkel, die behalte ich auf jeden Fall noch. Wohl Gott sagen, die sind ja nicht schlecht. Na, die kann man auf jeden Fall für irgendwo einen anderen Scheiß verwenden. Ja.
Jo, deine Stiefeletten sind auch oben. Okay. Ja, Trixi hat ja noch deine Strapse, die du da vergessen hast, uns auch gerne mit reingepackt. Okay, danke. Die Strapse und die Reizwäsche allgemein. Und dein Dildo, den hat er auch mit rein, dazu gepackt. Oh, bloß gut, Alter, den habe ich schon vermisst. Jetzt hättest du schon den Finger nehmen müssen. Alter, geh raus. Scheiße. Scheiße. Muss man anders rausmachen. So, rausklopfen. Ja. Gut. Gut, dann haben wir das auch. Das ist der Reier, Leute. Mit dem kleinen Hammer auf den großen Zehen. Hat es die heute gebracht, oder was? Nein. Samstag, glaube ich. Toll. Ja, und bei der Riesle. Ich glaube, Samstag. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube aber Samstag. Nicht da. Das ist wirklich die Frage, was man damit macht. Meine Ahnung, was das für eine Größe ist. Geht das ab, auf will haben, für einen Zehner können Leute sich das holen. 2,50 Euro, günstiger kriegst du es nicht. Richtig. Ganz einfach. Ich weiß nur, irgendwelche Schlauchanschlüsse für so einen Schlauch, aber ich weiß nicht. Ich würde gerade sagen, wenn der drauf passt, kannst du einen Schlauch auch gleich wieder zuschmeißen. Ja. Nochmal 2,50 Mark mehr. Jo. Aber nur die guten alten Reichsmark. Jawohl. Für den Heiermann kriegt ihr alle. Ja, jetzt wisst ihr nicht mehr, was ein Heiermann ist, ne? Wisst ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es. Bad. Für den Heiermann hast du damals Zigaretten gekriegt, an jeden Automaten. Weiß ich nicht, ich kenn's auch nicht. Ich kann's dir nicht sagen. Ich will's jetzt nicht sagen. Ja, muss denn jetzt sagen. Also, dafür, den Heiermann hast du in jeden scheiß Automaten gesteckt, hast Zigaretten gekriegt. War ein Standardpreis für alles. Beim Zigarettenautomaten. Ja. Auch die guten alten Kippenautomaten, wo du den reingeschmissen hast, den Heiermann, ne, und den gezogen hast. Mit viel Glück und du rechtzeitig gezogen hast, hast du sogar zwei öffnen können. Ja, geil. Und damals gab's dann auch diese. Keine Ahnung, das war irgendwie so ein Geldstück, das war halt aus, ich weiß gar nicht, Ungarn, Tschechien, ich weiß es nicht. Aber der war genauso groß, genauso dick, genauso schwer. Okay. Den hast du mal reingeschmissen, dementsprechend hast du auch Zigaretten gekriegt. Ja, das ist sicher. Das war echt gut. Das war lustig. Jetzt geht das wahrscheinlich nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr, aber es war echt witzig. Ja, richtig. Das wird für jeden Scheiß. Und damit hast du damals Süßigkeiten kaufen können, ohne Ende. Bist mit dem Heiermann in die Bäckerei gegangen, hast noch Negerkussbrötchen gekriegt. Das war mega. Jeden Morgen zwei Negerkussbrötchen, am besten mit Kokos. Oder halt hier, ne, ich hätte gerne zwei davon, hier fünf davon, hier so, weißt du, die Süßigkeiten-Dinger da, und dann hast du so tütenweise. So. Ja, genau, das kenne ich auch noch, wo du dir aussuchen könntest, davon, was davon. Ja, so davon. Kann der immer leben, so eh. Ja, genau. Aber das war halt eine Bäckerei, ne, ja, die hatten halt so, entweder haben sie es selber gemacht, also, ne, immer dann, wenn wir Schüler gekommen sind, ist ein extra eine gekommen, und dann, ne, immer abgezählt, also immer geguckt und so. Ja. Hast halt bezahlt, und dann
bist rausgegangen und Ende des Tages war dir schlecht, weil du so viel Süßigkeiten gefressen hast. Richtig, wollte gerade sagen. Aber die Dinger kenne ich auch noch. Mhm. Die komischen Gläser, weißt du, mit so komischen Zangen hast du es mal rausgenommen und diese Spitztüten. Genau, richtig. Da hast du eine Tüte zusammengesteckt von dem Scheiß. Ja, das war schon geil. Und heute kriegst du es ja auch nicht mehr. Nee. Also, ich wüsste gar nicht wo. Nee. Sehr erstaunlich, dass es sowas wie die alten Kaugummi-Automaten überhaupt noch gibt. Ja, aber hast du schon mal jemals gesehen, dass sie nachgefüllt wurden? Nein. Keiner hat es bisher jemals gesehen, wie sie nachgefüllt wurden. Also die Kaugummis sind jetzt wieder in einer neuen Datei speichern. Ja. Die Kaugummis sind jetzt wahrscheinlich genauso alt wie wir schon. Nein, die werden, es ist ja jedes Mal was Neues drin. Aber keiner hat jemals gesehen, wie die Dinger nachgefüllt wurden. Merkwürdig. Merkwürdig, ne? Wahrscheinlich dann in der Nacht, wenn alle schlafen. Ja, aber trotzdem. Also ich hätte zum Beispiel auch noch nie gesehen, dass so ein scheiß Automat nachgefüllt wurde. Ich stelle da bald meine Kamera auf. Ja. Alles echt witzig. Mhm. Also, komischerweise, wir haben damals Kaugummis gefressen, die sind raus, ja, wir haben die Klappe aufgemacht, die Dinger sind auf dem Boden gekullert, sind hinterhergerannt, haben die Dinger trotzdem gefressen und wir leben heute noch. Ohne Corona-Impfung, ohne Corona jemals gehabt zu haben. Und komischerweise kenne ich auch niemanden, der es irgendwie gehabt hat, beziehungsweise daran gestorben ist. Nicht so, wie es gesagt wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist halt, ja, aber wir leben alle noch. Und komischerweise, wir werden auch selten krank irgendwo. Also, ja, ein bisschen mal schnupfen, so ganz leicht, so okay, das ist normal. Aber sonst, Magen-Darm-Seuche und den ganzen Mist, Alter, das habe ich das letzte Mal gehabt vor, Gott weiß ich wie vielen Jahren, Jahrzehnten. Vor, ja, so wirklich, Magen-Darm-Seuche vor 25, 30 Jahren. Ansonsten, nie. Haben wir noch nie gehabt? Eben. Ist halt lustig. Das ist alles, weil wir Kaugummiautomaten Kaugummis gefuttert haben. Richtig. Und diese komischen Ringe angefangen haben und so weiter und so fort. Die Automatenringe. Die Verlobungsringe für Kinder. Richtig. Aber lustig. Das ist super, ja. Das ist schon lustig. Ja, die Zeit, die kriegst du heute nicht mehr. Das ist das Traurige daran. Ja, ich wollte gerade sagen, die großen alten 90er. Das wirst du so nie wieder erleben. Ja, leider. Die guten alten 90er. So, machen wir den auch noch kaputt? Ja, ne? Müssen wir ja. Ja, schon super. Nur die Frage wie? Wenn mit der Flex. Mit der Flex einmal so ja. Rum, rum oder so? Na, mit der Flex einmal hier rum, weil dann haben wir den einen und dann klopfen wir das andere raus. Genau. Geht am schnellsten, geht am einfachsten. Wird nicht unnötig Arbeit gemacht. Wird nicht unnötig Arbeit gemacht. Jo, ist zwar Lärm und Dreck und was auch immer, aber mir ist egal. Ist mir egal. Dem ist es jetzt auch schon egal. Der lebt nicht mehr. Dem ist es wirklich egal. Stimmt. Warum ist eigentlich hinüber? Weiß ich keine Ahnung. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was er gesagt hat, ist mir egal. Gib her, Geld oder Leben. Ist mir egal, okay, Leben. Weiß nicht, warum der Roboter mit seinem Pferd kaputt ist. Ich habe mir den hier ein bisschen verbogen. Oh, ja. Was ist das einfach? Keine Ahnung. Einmal. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte starten. Und da war schon wieder und hier haben wir eine Runde Kupfer. Yay! Kupferteil! So, den muss ich hier drinnen lassen, weil den brauchen wir jetzt einen. Nimm den. Nimm den. Jo, nimm den. Und jetzt klopfen wir eine kleine Runde. Oder auch nicht.
Das schaut ja schon relativ gut aus. Ja, schon 70.000 Mal gemacht. Und? Na bitte. Tada! Dann noch diese komischen Plastikviecher weg. Das klumpert, was der Eckkernmensch braucht. Ja. So gut wie es geht halt. Ja. Ich zeig's euch eh gleich, aber. Muss ja mal runternehmen hier den Plastikmist. Alter, fuck off, ey. Jetzt beim Rumwurschteln kommt wieder so ein kleiner Draht und macht genau Finger rein und. Wahrscheinlich. Die Chance ist sehr hoch. Die Chance ist wirklich sehr hoch. Ja, auf jeden Fall sieht das denn so aus. Ein schöner Kranz. Ja. Weg damit. Ab für eine Kupfertonne. Und fertig. Jo. Und hier haben wir dann nochmal eine Runde Metall bzw. Eisen, Stahl, was auch immer. Müssen wir nochmal die Plastikscheiße rausnehmen. Immer mit dir am Scheiß Plastik. Das ist doch nicht lustig. Zumindest das geht. Scheint es ein bisschen leichter zu gehen als beim Kupfer. Ja, das ist. Damit. Ja, wie viel wiegt das? Na, mal schauen. Meine schwarze, da muss ich so oder so den Batterie wechseln, bei der kleinen. Und das wird jetzt 200, 250. Na, mehr. 300 vielleicht. Lassen wir uns überraschen. Ja! Guck mal weg! Okay. Oh. Hab ich gewonnen? Nö, oh. Keiner von uns. Na doch, ich! Ich habe ja gesagt, 106, ja, 196, okay, ja. Okay. Das ist schon lustig heute irgendwo. Ja, voll, gell? Irgendwie hat das was. Licht, Metall. Richtig. Also bei 17 Cent pro Kilo haben wir jetzt hier bei, warte mal, 17 Cent durch 5. Ja, genau. Also wir haben jetzt gute 2 Cent. 2,5 Cent vielleicht. So, das geht. Ja, vorreichend. Ne? So viel Aufwand für 2,5 Cent. Ja. Naja, und ein bisschen Kupfer halt. Ne? Ich wollte gerade sagen, du darfst halt das Kupfer dazu nicht vergessen. Mhm. Das macht vielleicht auch nochmal 5 Cent aus. Mindestens. Ja. Kann ich nochmal durchwiegen, weil der ganze Scheiß nochmal drin ist? Ja. Zuerst. Gehen wir nochmal ein Bierchen holen. Ja, geht ja mal ein Bierchen holen. Ja, die ist sauber, Alter. Sehr Wahnsinn. Gut. Ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was noch zu tun ist. Sieht zumindest nicht so aus, als wäre noch irgendwas zu machen. Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen, was der Meister sagt. So, und halt. Den habe ich auch hingeladen. Bloß gut. Oder so schön halt. Das soll ja jeder was davon haben. Mhm. Da oben ging dann eh, war die Tür auf, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwer wird schon schnüffeln. Oder gehört haben. Oder gehört haben, ja. Das war wie so ein Mikrofon, so.
Der Schloss kann nämlich weg. Das ist alles für Schrott. Alles für den Hugo. Genauso, beziehungsweise da werde ich dann in den Dinger aufgeladen. Wollte gerade sagen, das wird die, also die ganzen Dinger zumindest. Ja, ja. Die ganze Winkel, Scheiße. Rasenmäher! Alter! Geht denn hier? Ja, genau. Hab ich direkt gemacht. Oh, natürlich. Na da. 30 Cent, 60 Cent, 90 Cent, 90 Cent. Das wird ein Euro. 1,20 €. Ich weiß nicht, pro Stück glaube ich 3,50 oder so. Den Scheiß da habe ich eh. Ja, gut, so, das kannst du ja auch sehen. Da, 300.000 Euro. Das ganze Gold, was da jetzt weggeschwommen ist. Schön. Schön, wieder ein bisschen Platz. Wollte ich gerade sagen, so langsam, aber sicher. Ja, am Montag, beziehungsweise am Freitag oder Samstag kommt jemand wegen der Rinne. Mhm. Und der ist noch bis Freitag auf Montage. Okay, okay. Will die Hybrid-Rinne haben. Nein. Mal durchkriegen. Gleich mal Fokus machen. Mal gucken, ob es ein Balken braucht. Bankermäßig. Ja. Die verkackten Hörnchen runter. Ja, ja. Diese Hörnchen runter. Und dann nicht da oben noch an? Was? Mit Vorbau? Ja? Die vom Pult. Okay. Wollte gerade sagen, der wird ja ausreichen, oder? Ja. Sieht zumindest nicht ganz so schlimm aus wie gerade. Ja, nur wollte gerade sagen, nicht so wie das komische Steife. Ja. Scheiß Ding. Das können wir machen. So. Dann hole ich das Geschöpf mal rüber. Das Geschöpf. Das ist so, so. Ja. So ist das ungefähr. So. Flexscheibe. Das sind die Reifen.
Wasser damit. Wo kannst du Rillen in die Fahrbahn schieben. Pfui. Das ist nicht gut. Das ist auch geil, ja, sicher. Aber wie gesagt, so bin ich die ganze Zeit gefahren. Ja, sicher, der geht einfach nur fest, macht ein bisschen und geht schon. Ja, also hier haben wir das nette Geschöpf und das Geile ist sogar mit Wheelie-Sattel. Ja, so eine Frauensattel, kannst du. Ja. Die hat die Schraube festgezogen. Ja, Lenker tauschen, Hörnchen weg. Die Griffe sind abgedribbelt, die kommen weg, da kommen die alten Bolts drauf. Und somit haben wir dann noch was. Außer allererst, wenn der Sattel nochmal steht, kann ich den Sattel fixieren. Aber mal gucken, was für einen brauche ich denn? Ich glaube 13er, 14er? 15er oder 14er? Ja. Ein 13er. Ja, nicht runterfallen. Was für ein Scheiß. 14, 15. Fuck off. 11, 10. Das ist schneller, wenn ich dir die Ratsche voll 10, 13. Ach doch, okay. Reicht. Zweimal schrauben und das Ding ist fest. Ja. Ja. So, vorher wollen wir eben gucken. Ich glaube, das sieht schon geil aus, wenn er den Bulls vorher auch mit bei ist. Ja, fix sogar. Und somit. Ja, Mann, das ist ein riesen Unterschied. Seht ihr das? Nee, seht ihr nicht. Nee. Warte, ich werde euch mal ein bisschen mit runternehmen. Original, schön hässlich. Bulls, voll geil. Ob das nicht ein bisschen breit wird dafür. Aber geil. Breit ist geil. Richtig. Wenn ich dann da drauf sitze und dann das Ding da so, ja, das ist schon geiler. Tauschen wir da raus und fertig ausstecken und so mit dem Mist hier. Also mit dem Scheiß. Ja, sind wir ja nicht bei Wünsch dir was oder bei, weiß ich nicht. Machen oder lassen. Ja, bei, weiß ich nicht. Fuck you TV oder so. So, damit wir euch nicht den Weg mit den Sicht wieder versperren. Das ist wie beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal. Das Video habe ich trotzdem hochgeladen, aber im Endeffekt ist dasselbe Prinzip. Schräubchen lösen für die Hörnchen. Griffe runter, Schräubchen lösen für Schaltung und Bremse. 2 in 1 von Shimano. 8x3 sind 24 Gänge, Bremsen funktionieren. Ja, die Reifung ist eigentlich neu, ein bisschen dreckig, aber neu. Du kannst auch, die ist auch noch neu. Das Bike selber hat sonst nichts großartig, außer ein bisschen Dreck. Und somit, ja, ein KTM-Vorbau, den werde ich aber jetzt runternehmen. Wir werden mir den Original von Bulls natürlich nehmen, mit Lenker. Und somit, fuck off. Gut. Mal schauen, wenn ich nicht brauche. Aber ich glaube den. Glaube ich. Ja. Der Laser. Und wieder Metall. Alu. Alu. Mhm. Na dann ist er noch besser. Außer die Schraube. Aber ansonsten. Alu. Und die Schraube ist Metall. Nehmen wir die Schraube schon mal raus. Willst du die aufheben oder? Ja, die Schraube, aber die brauchen wir natürlich immer wieder. Gut, gerade für Bikes irgendwie. Dann tue ich die mal auf die Seite hier, so ein bisschen Reißdreck dazwischen. Das ist Müll. Ja, die Endkappe da oben auch noch. Ja, genau. Da bin ich gerade dran, aber. Ja. Doch.
Ganz unspezifisch. Ganz unspezifische Scheiße. So. Einmal. Dann machen wir das ja gleich. Alter, geh da rein jetzt. Das geht ja. So. Ich meine, das Bike selber sieht ja gut aus, aber der Lenker sieht scheiße aus. Und dementsprechend die Räder. Guck dich mal an, da sind Trennscheiben. Das habe ich auch gerade schon gesagt, da habe ich die Flexing gehalten, habe gesagt, so ungefähr sind die Reifen. Ja, Trennscheiben. Ich meine, so für ein Gravelbike nicht schlecht. Ja, da bräuchte man dann eigentlich nur einen Rennradlenker hinballern. Ja, dann hätte man eventuell ein halbwegs Fusch Gravelbike. Aber richtig. Das ist wurscht. Wir wollen ja nicht graveln, wir wollen vernünftig heizen. Radeln. Wir wollen heizen, wollen wir. Könnt ihr rausschneiden eigentlich, ne? Eigentlich ja, dafür, dass es so das Hörnmüll fliegt. Ich wollte gerade sagen, jetzt schmeißen wir sie ja trotzdem, ne? Schmarrn weg, aufreißen. Da, fetz weg den Scheiß. Weißt du das schon? Nö, gell? Nö. Ich würde aufpassen, dass wir keine Kratzer am Lenker machen. Nicht damit uns der Müllmann nachher anscheißt, weil Kratzer drauf sind. Zieh mal. Mit dem Gummilappen so. Gestoßen. Na scheiße. Nur kurz angestößt. Das ist der Ding, glaube ich, ne? Da? Ja, so halt nichts. Der Headkabel, die ist auch cool. Jo, die geht eigentlich. Ich glaube, das ist das einzige Schöne an dem ganzen Scheiß. Das war ja das, was wir getauscht hatten. Ja. Der ist da muss ich, glaube ich, wieder den nehmen. Siehst du, so ist das geil. Du hast genau zwei Schlüssel, die es brauchst. Ja, normalerweise ist es eh so, aber das ist halt herstellermäßig halt immer unterschiedlich. Ne? Ich meine, klar, je kleiner der Kopf, sag ich mal, ne, desto weniger Gewicht, weil die Schrauben dadurch kleiner sind. Richtig klar. Tschüss. Also, Unterschied. Oh, Akku ist da fast leer. Also der versus der. Ja, da seid ihr mit Sicherheit gleich weg, aber wir beeilen uns. Oh shit. Was? Da fehlt noch. Spacer. Oben der Schublade. Irgendwo, ja, irgendwo. Oder dann rechts daneben, irgendwo. Rechts daneben. Ja, da. Da brauchen wir noch. Jo. Jo. Passt. So, sieht das jetzt mal aus. Jo. Ich glaube, ein bisschen schief, aber das werden wir das dann gleich sehen. Das sitzt, passt und wackelt.
Griffel. Ja, ein bisschen zu wenig. Ah, fuck you. Eingestellt. Okay, ne? Ja. Gut. So, greif mal. Vom Winkel her meine ich. Und unten oben. Ich würde sagen, so passt das. Einfache, schnelle Geschichte. Und sieht schon geil aus. Vernünftig fetter, breiter Lenker. Ja, Mann. Uff. Oh, das hatte muss ich doch nochmal feststellen. Oh, ein Scheiß. Ja, aber immerhin habt ihr es jetzt gesehen. So, leider ist nämlich da jetzt der Akku leer. Wir verabschüssen uns jetzt. Jawohl. So. Und ja. Wir sehen euch nicht mehr. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt viel besser. Genau. ja, das war's eigentlich. Ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Scheiße weggemacht, Lenker getauscht. Richtig. Dasselbe haben wir, wie gesagt, bei dem anderen fertig auch gemacht. Hat man leider noch nicht gesehen. Ja. Weil wir vergessen haben, euch mitzunehmen. So. Ja, gut, also wir sagen tschüss und bis zum nächsten Scheiß. Was auch immer. Genau. Bis zum nächsten Schrott. Genau. Ja. Gut. Ja, wo auch immer das ist. Du? Ja, genau.